meine liebe Freunde und Freundinnen. Ja, ich habe morgen schon wieder Streit gehabt. Jetzt ist der Pinine mit da. Ich bin Mutterseele allein und Handhof mit meinem Paulinchen. Ja. Da geht die hin und hat mir halt morgen meine Futter gemacht, weil ich barf, ja, verstehst? Ja. Und das hat fein geschmackert. Das war schlipp, schlapp, schlapp, warte, dimmel, ja. Und hat mir hinterher dann noch so Knöffelchen zum Knabbern. Verstehst? Ja. Nicht so Kauknochen aus der Tüte, sondern so ein richtiges Knochen. Und dann habe ich mich ganz stekum, habe ich mich verziert mit dem Knochen. Meistens schlafe ich schon noch raus, buddel ne Emo in, buddel ne 10 Minuten später wieder aus und kaue dann drumherum. Ja. Dann ist er noch gesalzt und gepeppert. Aber ich habe halt morgen gleich geschnappt, habe mich stehkum auf dem Absatz rumgedreht, bin bei Frau Lienchen ins Bett, ja. Und da hat sie mich erwischt mit dem Knochen. Boah, da hat sie jetzt Krach gehen. Hat sie gesagt, es muss weh mir das Bett abziehen. Nur weh mir. Ja, Herrgott, das ist ja so. Ich will ja auch so schön gemütlich auf dem frisch gedeckten. Verstehst du, nicht immer auf dem Butter? Ja, wenn ich mir gedenkt, kann ich mich dann aufs Bett da drauf gelegt, das war jetzt nicht gut. Ja, jetzt muss ich also ganz friedlich bleiben, weil morgen kann ich mir nichts mehr erlauben. Dann ist sie ganz anders, Dick. Also die muss jetzt erstmal wieder runterkommen. Aha, ja, an der Schnur ziehen wir sie wieder runter, wie ein Luftballon, der an die Luft geht. Ja, so machen wir das. Also Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Verscherzt euch nicht mit euren Menschen, ja. Dann sind die säuerlich, ne? Und ansonsten scheint die Sonne und ich hoffe bei euch auch. Also bis dann, tschüss. Euer Muckli mit die weiße Socke.